Wir nehmen eine Federkraft, dann steht da, ich habe jetzt sozusagen F ist ein C mal X. C ist die Federkonstante. Und ich schreibe jetzt die Bewegungsgleichung an. Ich sage, eine Masse, ich nehme sie jetzt viereckig, nähert sich mit der Geschwindigkeit V0 einer freistehenden Feder, die hier hinten abgestützt ist. Und da hier trifft sie auf die Feder. Und wir betrachten vom Augenblick der Berührung an. Die Feder ist zusammengedrückt, das heißt dieser Zustand. Das ist unsere Masse m. Die Koordinate ist das x. Wenn ich mir jetzt die Masse wieder herausschneide, dann heißt das, auf diese Masse an der Stelle x wirkt jetzt die Kraft F aber so, in der negativen x-Richtung. Das ist mein F. Der Betrag von dem F bei einer linearen Feder ist Cx. Und die Bewegungsgleichung jetzt in der x-Richtung, nach rechts angeschrieben, heißt jetzt mx2 Punkt ist gleich, die Kraft F wirkt ja gegen die x-Richtung, also muss ich minus c mal x schreiben. Also man muss immer darauf achten, wie wirkt die Kraft im Koordinatensystem. Und man könnte natürlich jetzt sagen, x2 Punkt ist minus c durch mx. Wenn ich jetzt da diese Integration vornehme, indem ich da mit dx multipliziere, dann ist das x2-Punkt ersetzt jetzt, vielleicht formal machen wir es einmal so einfach, durch dx-Punkt Quadrat durch 2dx. Da steht da dx-Punkt Quadrat halbe, sage ich jetzt einmal, ist gleich minus c durch m mal x dx. Das ist immer die Trennung der Veränderlichen. Ne? Ich darf auf der rechten Seite nur x stehen haben, weil ich nur über x integriere. Integral drüber gesetzt, heißt links den x Punkt Quadrat halbe, ist gleich minus c durch m, x Quadrat halbe, plus einer Konstanten c1. Die Konstante c1 kommt aus der Anfangsbedingung, nämlich wenn bei x gleich 0, Anfang heißt natürlich t gleich 0, x gleich 0, x Punkt sei v0, dann folgt daraus, dass das c1 wenn ich x gleich 0 setze, dann ist c1 das v0 Quadrat halbe. Und das x-Punkt, das nenne ich jetzt einfach v, mein v Quadrat ist gleich, den Zweier gebe ich nach rechts, weil ich ja überall einen Zweier habe, ist gleich v0 Quadrat minus, für c durch m nehme ich jetzt die Ziffer Omega Quadrat x Quadrat. Wobei ich also c durch m, ich schreibe das da oben her, weil in der Schwingungsgleichung ist das ja in der Regel so eingeführt. Das ist jetzt die Gleichung für die Geschwindigkeit als Funktion des Weges. Und wenn man das jetzt auftragt, dann schaut das so aus. Denken Sie sich, dass das V ersetzt durch Y, dann kann ich schreiben, das ist Y Quadrat plus Omega Quadrat X Quadrat ist V0 Quadrat. Wenn man dadurch V0 Quadrat dividiert, dann steht hier x Quadrat durch V0 zu Omega im Quadrat, kann man schreiben, plus y Quadrat durch V0 Quadrat, und dann steht da ist 1.
Und das ist so die Standardform einer Ellipse. X Quadrat durch A Quadrat plus Y Quadrat durch B Quadrat gleich 1. Das ist die Gleichung einer Ellipse im XY-System. Und damit sehen wir, wenn A gleich B gleich R ist, dann ist es die Kreisgleichung. X Quadrat plus Y Quadrat ist R Quadrat. Das ist dagegen, wenn die Halbachsen verschieden sind, dann ist es die Ellipse. Und unsere Darstellung in der Phasenebene, wenn ich also da jetzt das V auftrage, quasi das Y, und das X nach rechts, dann habe ich die Hauptachsen, das A auf der X-Seite, und Sie sehen, das ist das V0 durch Omega, das ist der Maximalwert, das ist das A. Und der V0 ist der Maximalwert in der Richtung B, und jetzt muss ich da die Ellipse reinzeichnen. So. Und so bewegt sich das runter. Ne? Und auf der Unterseite genau gleich zurück. Das heißt, es ist klar, die wenn ich da jetzt, die Geschwindigkeit sind jetzt negativ, nicht? Bei der, das ist die Kompressionsphase quasi. Kompression, da wird zusammengedrückt die Feder. Und bei der Restitution wird genau derselbe Weg mit negativen V durchschritten.